Dirk Kempke, Chef der Parchimer Stadtwerke, Stadtpräsidentin Ilka Rohr und Parchims Bürgermeister Dirk Flörke haben am Freitag die diesjährige Eisbahn am Schuhmarkt eröffnet. Bereits zum 14. Mal trägt das Wintervergnügen als eine von vielen Ideen seinen Teil zum Beleben der Innenstadt bei. Bevor die 15 x 30 Meter große Fläche für alle freigegeben wurde, hatten die Mädchen vom Rostocker Eiskunstlaufverein die vielen Zuschauer an der Bande mit Tänzen aus ihrer diesjährigen musikalischen Zeitreise auf Kufen verzaubert. Für den Bürgermeister von Parchim ist die Eisbahn am Schuhmarkt für seine Stadt längst unverzichtbar. Aber ich denke mal, das gehört eigentlich zu Parchim dazu. Es ist Tradition, wie der Martini-Markt, wie unser Stadtfest, wie viele andere kleine Dinge, die aus Parchim nicht mehr wegzudenken sind. Es ist jetzt das 14. Mal, dass wir hier eine Eisbahn in Parchim, wirklich im Zentrum, auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, das ist aller Ehre wert. Der Bürgermeister hat auch eine gute Antwort auf die Frage, ob sich Parchim ein solch eiskaltes Vergnügen tatsächlich auch leisten kann. Ja, na sicher, es ist ein Kostenfaktor, das ist wohlweislich so. Die Stadtwerke stehen aber zu diesem Engagement. Sie wollen sich hier in der Region auch wirklich als verlässlicher Partner präsentieren. Und Sie sehen es ja hier an den Banden, dieser Gedanke wird von vielen, vielen Firmen hier in Parchim mitgetragen. Und das trägt natürlich auch zu einem gewissen Teil dazu bei, dass sich hier auch die Lebensqualität in Parchim ein bisschen erhöht. Die erste Idee dazu stammte vor nunmehr knapp anderthalb Jahrzehnten von den Parchimer Stadtwerken und zwar konkret von ihrem damaligen Chef Volker Spinner. Es bedarf natürlich auch Engagement, das weiterzuführen, viel Aufwand, der nicht gesehen wird. Aber ich denke, das ist eine sehr schöne Sache. In Parchim müssten eigentlich alle Kinder Schlittschuh laufen können. Die Stadtwerke sind immer noch der Hauptträger des Vergnügens, haben aber viele Partner. Einer derjenigen, die das alljährliche Projekt zum Beleben der Innenstadt kräftig unterstützen, ist Geschäftsführer Hergen Krüger von der internationalen Spedition Krüger und Vogt. Warum eigentlich? Also ganz ehrlich, wenn ich mir das hier anschaut und die Besucher anschaut und die fröhlichen Kinder, das kann das nur ein Erfolg für die Stadt sein. Wir freuen uns jedes Jahr darüber und können uns auch nur bedanken, dass die Stadt und die Stadtwerke sich hier so engagieren. Das ist ja nicht selbstverständlich für eine Stadt wie Parchim. Also nur herzlichen Dank an die Stadtwerke. Wie kommt das zurück, indem man so einen Abend hier genießen kann? Also man kann sowas nicht materiell bewerten. Das ist ganz einfach, wir engagieren uns für die Stadt, weil wir hier auch leben und weil wir unsere Zukunft hier sehen. Das ist das Einzige. Viel Freude auf dem Eis haben vor allem die jüngsten Parchimer Schlittschuhläufer, darunter Anna, Leon und Jöf, alle drei schon erfahrene Besucher der traditionellen Eisbahn am Schuhmarkt. Mir gefällt es richtig gut. Mir gefällt das hier super. Ich finde das richtig gut, weil ich finde es einfach toll, dass die Eisbahn aufgebaut ist, weil dann kann man wieder Schlittschuh fahren. Auch Bürgermeister Dirk Flörke wird sich in dieser Saison die Schlittschuhe anschnallen. Der ist früher sogar immer noch gelaufen, aber im letzten Jahr habe ich wirklich keine Zeit gehabt. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr mal einmal Zeit habe, mit den Kindern dann auch ein paar Runden auf dem Eis zu drehen. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht so schön wie zur Einstimmung von den Rostocker Eismädchen. Das ist eher sehr piano. Die Parchimer Eiszeit dauert noch bis zum 1. Januar 2017. Und Anfang Dezember wartet noch ein Vergnügen im Vergnügen auf die Parchimer Eisbahnfreunde und ihre Gäste, die bereits dritte Firmenmeisterschaft im Eisstockschießen. Zwischen Weihnachten und Silvester ist auch eine April-Schlittschuhparty im Gespräch.